Hallo zusammen. Hallo. Wir haben ein schönes Paket bekommen, beziehungsweise ein Päckchen von der lieben Heidi. Hallo Heidi. Du mach mal auf. Dann ich mach auf? Ja, du machst auf. Ja, mal gucken. Und dann musst du sagen, was das ist. Oh, das ist eine Verpackung mit einem Aufkleber drauf. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ja, okay. Oh, was für mich ist auch dabei cool. Und ein Beutel mit einem Herz. Und eine Visitenkarte von Heidi. Natürlich von Heidi, von wem sonst? Ein Achso, ich darf das noch nicht zeigen. Nein. Spoiler. Spoiler. Ah, okay, ich mach auf. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Oh Gott, ja. Was ist das? Tabby. Es sind alles Tabbys, glaube ich. Ja, ich und warum sind das Tabby? Ich habe keine Ahnung. Weil das eine Abo-Box war. Oha. Heidi hatte eine Abo-Box. Das ist ja unglaublich. Ja, und da gab es immer Special-Cover meiner dazu. Ja, cool. Muss ich schon zeigen in die Kamera. Ne? Oh, ja. So? Aha, ist ein Gartenzwerg, ja. ein Wichtel. Und das ist ein Deluxe-Cover meiner. Oha. Den gab es auch nur in der Abo-Box. Weil du Premium bist. War ich Premium? Natürlich bin ich Premium. So, dann gab es noch ein Trash-Panda? Ich wollte gerade sagen, ein Katze, aber das ist ein Panda. Ein Waschbär. Ja, Waschbär mit Öl. So, und dann gab es noch ein... Oh, Hundi! Hundi in Socke. Das ja, unser cool. Passt nicht mehr in der Socke. Nee. So, und das ist das Tabby. So, Tabby. Englisch aussprechen. Und was macht man damit? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine viel, viel bessere Variante als das doofe Wachs. Ach so, ja. Genau. Natürlich. Das ist das, was ich dir immer unter die Nase halte. Ach so, okay, ja gut, das sind Tabbys. Ja, wusste ich. Ich wollte nur so tun, als Produktpräsentation, klar, dass das unglaublich ist. Mhm. Und die Verpackungen sind immer sehr gut. So, einmal riechen. Ja, riecht gut, ne, Chat? Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch gerochen hat. Sagt man das so? Wie es euch gerochen hat? Wie es euch, vom Geruch her gefallen hat. Ja. So. Also das ist hier einmal Lebkuchen-Zimt-Gewürz. Ja, da sind keine Lebkuchenmänner sind beim Herstellen dieser Tabbys ums Leben gekommen. Dafür, ich mache schon mal den nächsten auf, ne? Ja, dafür haben wir ja Lebkuchen. Aber hier kannst du aufziehen. Nein, nicht aufziehen. Nein, nicht aufziehen, nein. Natürlich nicht aufziehen, habe ich gewusst. Nicht aufziehen, weil... Ja, habe ich gewusst. Hier oben immer schön aufmachen, weil sonst... Kann man das nicht mehr so gut zumachen. Ach so, kann man das nicht mehr so gut zumachen. Hier sind doch so Henkel und falls ihr das aufhängen wollt... Aber ist das nicht wie wiederverschließbare Schokolade? Ist das nicht eigentlich völliger Quatsch, nein, weil die eh leer ist? Nein, weil... Wow, wie lange hält das denn? Boah, ich benutze mein Tablet jetzt schon bestimmt 3 Monate. Wow, unglaublich. 3 Monate. Obwohl das so klein ist. Ja, guck mal. Schaut mal, wie klein das ist. Und das hier hält richtig lange. Ach so, ja, Geruchstest. Ne? Hier Chat, hier ist Winterbeere. Ne? Ach ja, kannst ja so. Einmal riechen. Ja, sehr gut. Ach so, muss ich wieder reinmachen. Ja, ne? Weil ist ja wieder verschließbar, wie wir gerade gelernt haben. Hey, Fokus ist wieder am Start. So. Immer schön wieder in die Verpackung reinmachen, ja, weil sonst verfliegt der Duft sonst. Und das wäre schade. Immer schön wieder in die Verpackung reinmachen. Ja. So, hier ist Anisstirn. Anisstern. Lakritze. Ist das Lakritze? Lakritze ist Anis, ja. Ja, echt? Ja. Das ist nicht Anisstern. Das ist Anis. Das ist Annikas. Annikas Stern. Ein Stern. Ja, jetzt wo du sagst, riecht das wirklich nach Lakritz. Wusstest du nicht, nein, dass Anis Lakritz ist? Voll gar okay, nicht. Okay, sorry. Hast du Chat riechen lassen? Oh nein. Nein, kannst du bitte Chat riechen lassen? Ich habe nicht. Wir wollen doch hier Community Binding machen. Sorry, was? Bisschen Social Interaction und so. Sorry, hier einmal riechen. Oh, Lakritz. Lecker. Und jetzt einmal gleich direkt hinterher. Oh, Sonntagsbrötchen hier. Einmal Bäckerei. Ja, riecht das wirklich so? Ich weiß, warte mal. Ich weiß nicht, nach was es riecht, aber nicht nach Brötchen. Das riecht zitronig, nach einer Zitrone. Nee, das riecht nach, nein, das riecht nach Kuchenteig. Nein, das riecht zitronig. Ja, kann doch auch ins Kuchenteig drin sein. Das riecht nach Cheesecake. Ja, ich sag ja. 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 Da ist ja meist auch immer ein bisschen Zitrone dran, an dem hellen Cheesecake zumindest. Oh, das riecht gut. Einmal, ihr zuerst. Hier, Chat, was ist das?
Das ist Vanilla Frosting. Guck mal. Vanille geht immer. Oh, das riecht wie die Kerzen, ne? Wie diese Weihnachtskerzen, die man immer so kauft. Den Chat riecht. Und Weihnachtskräutertee, der letzte. Der ist jetzt schwer gegenüber den anderen, die schon da waren. Oha. Chat? Ich mach auch mal. Nein, Spaß. Spaß, alles gut. Ja, nö. Von ja, also, nö. Die anderen waren besser. Aber ist also ja alle gut, aber. Also ich muss sagen, tatsächlich. Lass mal sortieren, genau. Genau. Also auf jeden Vanille Fall. Hat gewonnen. Also das ach so, ist, Platz 1. Genau. Ja, das ist Platz 1 und das ist schon mal sicherer Platz 6. Ja. Sorry, Heidi, aber wir müssen hier ein bisschen genau so. Gewichten jetzt. Lakritz? Mach mal hier hin erstmal. So, Lebkuchen kommt auf jeden Fall vor Lakritz. Genau. So, und jetzt haben wir noch zwei Plätze, oder? Warte. Bäckerei fand ich nicht so geil. Nee. Nicht so. Und aber, Winterbeere war aber schlechter als. Ich muss noch mal. Nee, Winterbeere kommt hier hin. Mach noch mal Check. Ja. Ja, tatsächlich. Ich würde sogar sagen, hinter Bäckerei. Ja, genau. Ja, also, so. Wir haben Vanillafrosting, Lebkuchen, Zimtgewürz, Anisstern, Bäckerei, Winterbeere und Weihnachtskräutertee. Das ist die offizielle Reihenfolge. Genau. Und also dann, unsere offizielle dazu Reihenfolge. Dazu gibt es halt noch den einmal den Trash Panda Coverminder, den Hundi kommt natürlich auf 1. Ist ja klar. Ich bin jetzt kein Gnome-Fan. Aber der ist schon krass. Gut. Ja, der ist schon gut. Der ist schon gut, aber Trash Panda würde ich trotzdem vor Gnomi. Ja. Also einfach, weil ich nicht so der Gnomen-Fan bin. Komm, wir schieben sie einfach alle auf 1, dann haben alle gewonnen. Weil der Gnome ist im Vergleich zu Platz 6 trotzdem noch viel besser, aber Hundi muss gewinnen. Sorry, so. Und Trash Panda kann nur Zweiter sein. Dann einmal die Anwendung. Das Tabby verwendet man wie herkömmliches Wachs. Was? Reinpieksen und Duftkleber aufnehmen, um den Duft lange zu erhalten, legt das Tabby nach der Aufnahme zurück in den Beutel. Genau. Einfach wie ganz normales. Also ihr müsst vorher auch, ganz wichtig, vorher das alte Wachs rausmachen, wenn ihr noch das, dieses Standardwachs drin habt, weil sonst hält das nicht so gut da drin. Und das war jetzt zum Beispiel eine Abo-Box. Oh, Heidi macht nächstes Jahr wieder eine Abo-Box. Also ihr könnt das, glaube ich, jetzt schon bestellen. Und dann gibt es wieder zum Frühling. Ja, müsst ihr mal bei Heidi im Shop gucken. Packen genau. Wir in die Kommentare, ne, oder in die Videobeschreibung. Die Beschreibung. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das sind jetzt die Winterdüfte. Und ja, genau. Ja, könnt ihr bestellen, ist ein Abo und kriegt dann viermal im Jahr ein Paket. Genau, ihr müsst nichts mehr machen, tatsächlich einfach nur einmal bestellen und dann macht Heidi den Rest für euch. Guter Service und ich liebe die Tabbys. Ich bin tabbysüchtig und ich habe schon eine ganze Sammlung davon. Kann ich bestätigen. Auch wenn ich vorher nicht wusste, was das ist. Und du musst es immer Schnuffeltest machen. Ah ja, ja, stimmt, das wusste ich. Ja. Gut. Ja, also wir packen das in die Beschreibung rein, ihr könnt shoppen und, ach so, genau, Heidi hat gerade den Shop zu, weil sie sich jetzt um die Kalender kümmert, Priorität, kann ich verstehen, normale Bestellung macht sie noch und genau, danach ist der Shop wieder online, steht auch auf ihrer Facebook-Seite und guckt dann, genau, und dann könnt ihr bestellen. Macht euch einen Google-Kalendereintrag einfach für Anfang Dezember. Dann vergesst ihr es nicht. Ja, genau. Ich glaube, 25. November hat sie wieder auf. Ah ja. Ich bin mir aber nicht sicher, aber das packe ich auch in die Beschreibung. Genau, also guckt rein. Genau. Vielen lieben Dank, Heidi, dass ich das Ganze vorstellen durfte über das Jahr. Und ich hab dich lieb. Tschüss. Bis dann, tschüss.